Wer mutige Politik für Deutschland will, der hat nur eine Alternative, eine gute und starke Alternative. Das ist unsere AfD. Ja, so ein politischer Aschermittwoch ist ein ganz besonderes Format. Und da habe ich mich schon lange drauf gefreut, mal so ein bisschen vom Leder ziehen zu können. Ich freue mich auch, dass ich der guten Tradition folgend ein offenes Wort heute mal gelassen aussprechen darf. Ich sag mal, am Aschermittwoch, hello, einige haben es schon gesehen, ich habe einen Orden des Anstoßes, auch das ist Deutschland heute. Ich bin umgeben von versteh nix, weiß nix, check nix, kann nix, sagt nix und denkt nix. Die Dummschwätzer der CDU haben für diese Szenen, die Nicole eben niedergeschrieben hat, gesorgt. Die sind dafür verantwortlich, für die Domplatte, für die Vergewaltigungen in Hamburg im Stadtpark und vieles mehr, meine Damen und Herren. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich hatte immer schon, auch als Junge, große Sympathien für die Indianer, die Söhne der großen Bären. Mutige und edle Krieger, die ihre Lebensweise und das Land ihrer Vorfahren mit Mut und List gegen die Langmesser verteidigen, die über das große Meer kommen. Also sehr ähnliche Ziele, wie sie die AfD hat. Unsere Kinder sollen sich nicht mehr als Indianer und Cowboys verkleiden. Und auch nicht als Bauchtänzer oder Neger. Ja, unsere Landesstiefmutter Malu, sie lockt die einfältigen Kinder in ihr Cannabis-Kekshaus. Dort werden sie kulturell bereichert und gegendert, wie sie nicht mehr wissen, ob sie Männlein oder Weiblein, divers oder pervers sind. Von Martin Luther stammt der schöne Satz, dass aus einem verzagten Arsch kein fröhlicher Furz kommt. Das gleiche gilt für die peinliche Gurkentruppe, die man nur noch als die feigen Wähler bezeichnen kann. Ja, wunderbar. Was machen die denn dann? Die stehen wahrscheinlich im Jobcenter mit unseren Neubürgern um die Wette um Bürgergeld an. Und das ist ein guter Gedanke. Wir werden wieder für echte Fairness. Gerechtigkeit ist in dem Sinne von den Linken ein vergewaltigtes Wort. Wir werden für Fairness sorgen. Wie sehen wir unser Land? Ich sehe unser Land mit einer Steuerbelastung für Menschen deutlich unter 40%, dass sie wieder mehr von ihrer Arbeit haben, dass sie mehr haben als jeder Bürgergeldempfänger und dass sie sich einen Urlaub leisten können und dass sie sich auch wieder den Traum vom eigenen Haus in Deutschland leisten können. Dafür steht dieser AfD auch. Leistung muss sich lohnen. Wir wollen aufrechtgehende deutsche und gut integrierte Bürger hier haben, die auf einen Rechtsstaat vertrauen können. 2024 wird unser Jahr. Vielen Dank.